So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC4. Heute werden wir hier weiterfahren mit unserem Mini. Und zwar die dritte Rallye, die Rallye Mexiko. Ich habe euch ja schon prophezeit, ich werde hier übelste Scheiße bauen. Also unser Mini wird in die Einzelteile zerlegt. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Vielleicht fahren wir danach noch die Rallye Portugal. Was mir gerade einfällt, Optionen, Spieloptionen, Ruin Effect, machen wir 3, das ist ja glaube ich, das Rückspulen, Spielsteuerung, Ruin, Taste 7, okay, eine von denen, okay. Gut, das passt. Fortsetzen. Wollte ich ja schon länger mal aktivieren, aber jetzt habe ich es aktiviert. 3 Stück pro Etappe. Sollte passen. So, dann starten wir mal in die Rallye Mexiko. Rallye-Ziel ist 6. und Benito Guerra ist unser Rallye-Konkurrent. Ich denke, viel mehr als 6. werden wir auch nicht. Monster Lag. So, zeig mal her. Okay, Schotter. Und auch hier werden wir unser Fahrzeugsetup auf vollen Grip umschalten. Weil mit groß Gas geben ist hier in Mexiko nicht. Und dann starten wir mal. Weil hier ist der größte Teil wirklich einfach alles kurvig. Das einzige Problem mit der Höhe in Mexiko ist die sehr dünne Luft. Dadurch verlieren die Motoren bis zu 20% ihres Potenzials. Die Rallye in Mexiko führt über unbefestigte Schotterpisten und Hochlagen und verlangt den Fahrern vor allem bezüglich Ausdauer und Konzentration alles ab. Oh ja. So, kurz Hetze noch ein bisschen runterregeln. Und jo, lasst uns unseren Mini schrotten. So, links 3 und Fahrnadel rechts. 40. Links 3, öffnet sich und 60. Rechts 3. Als ob das hier eine links 3 ist, Mann. Und Fahrnadel links. Alles klar? So, komm. 40. Und links 3, öffnet sich. Rechts 3 und 40. Links 3. Das meinte ich. Das ist übel kurvig hier. Der Beifahrer wird auch kaum schweigen. 80. Mittig halten. Dann links 4. In Haarnadel rechts. Und Haarnadel links. Durch Wasser. Alles klar? Neu starten. Haben wir in der ersten Dingen schon so viel liegen lassen. Und Haarnadel rechts. 40. Links 3, öffnet sich und 60. Rechts 3, in rechts. Geht sogar im dritten Gang. Haarnadel links. Rechts 3, 40. Und links 3, öffnet sich. Rechts 3 und 40. Links 3, Barriere außen. Und 80. Und Sprung. Dann Haarnadel rechts. Barriere außen. Und Haarnadel links. Woher hat die Karosserie Schaden bekommen? Wir sind jetzt sogar Erster. Mann, ey. Nach einer schnellen Kurve direkt eine Haarnadel reinkommen. Dann rechts 3, scharfe Kurve, Haarnadel links, Handbremse. Rechts 2, sehr eng und 80, mittig halten, auf Kuppel, links 2, nicht schneiden. Und rechts 4, kommen wir nicht in den Sinn. Links 3, scharfe Kurve. Wobei ging sogar ein bisschen zum Schneiden. Dann links 6, 60.
Kuppel, kurz Wasser, dann rechts 3, Abhang außen, in links 5 und rechts 4, links 6, in rechts 3 und Fahrnadel links, dann rechts 3, in links 5 und rechts 4, scharfe Kurve. Ich bin jetzt hier in Mexiko, werde ich wahrscheinlich eher weniger kommentieren, weil wir sonst hier abfliegen. Weil die KI, denke ich, hat die gleichen Probleme. Oh ja, ja, die Bremsen sind im Arsch. Das, was ich am meisten brauche hier in Mexiko. Nein, du Dumpfbeutel, ey. Also ich Dumpfbeutel im Prinzip. Oh, trotz Fehler sind wir noch Erster. Also, ob das eine rechts 3 ist. Vielleicht, wenn ich es gescheiter angefahren wäre, dann vielleicht. Rechts 6, ziehen. Ziehen. Bam! Erste Stage ging sogar noch ganz gut. Mit einem minimalen Vorsprung vor Löb. Ging sogar ganz gut die erste Etappe. Erste Stage. Habe ein paar kein Problem mit dem rechten Hinterrad. Das sorgt für Probleme, wenn ich aus Linkskurven komme. Ich finde generell, das Heck ist ein bisschen zu instabil. Jetzt geht's in die Stadt. Oh. Rechts 3 und rechts 3, mittig halten, 60. Dann links 3 und links 3, 60. Ja, ich nehme hier immer so ein bisschen die... Au. Ich nehme hier immer so ein bisschen die Bürgersteige mit, weil die halt übelst Zeit einsparen. Ist zwar risikoreich, weil wir abfliegen könnten, wenn wir uns da verhaken. Aber... Solange... Oh, bist du in der links 2? Scheiße. Solange das nicht passiert, ist alles im Lot. Oder die Karre kann halt auch kippen, ne? Dann links 3 und links 3, 60. Links 3 und rechts 3. Dann links 3 in links 3. So, da kann man eigentlich im dritten Gang komplett dann durchballern. Und rechts 3, öffnen sich. Mittig halten. Links 6, durch Tor, in rechts 6 und links 5, in Haarnadel rechts. Links 6. Das ist ein Erster, das gefällt mir. Oh, da sind wir abgehoben, deshalb konnte ich nicht gut bremsen. Ich stand schon eine Ewigkeit auf der Bremse. Dann rechts 5, in links 4 und rechts 4 und Haarnadel links. Haarnadel rechts. Links 5, in rechts 4 und 40. Haarnadel links, 40. Haarnadel rechts. Links 3, in rechts 5. Geht doch. Links bis jetzt eigentlich geht's überraschend. Gut. Ich sollte die Fresse halten. Das würde mich trotzdem mal noch interessieren. Welches ist denn jetzt die Rückspultaste? In rechts 6 und links 4. In rechts 5. Dann links 3 und 60. Rechts halten. Wow. Das war riskant. Rechts 4. In links 4,
dann links 6. Die Taste ist irgendwie nicht eingestellt. Und links 3. Rechts 2. Ach, ey, Vorsicht! Optionen. Spieloptionen. Bis sie mich verarschen, kann ich die Tasten nicht einstellen. Ach komm, leck mich doch. Ist doch ein Riesenblitz. Links 2, sehr eng, in Haarnadel rechts. Jetzt ist auch das Force Feedback weg. Geil. In rechts 5 und links 6 auf Kuppe. Rechts 5 und Sprung, dann links 4, in rechts 3 und Haarnadel links. Links 6, 40, durch Wasser. Dann rechts 2. Also das Spiel hat noch so einige Bugs, finde ich. Eben plötzlich einfach noch sofort Force Feedback weg. Ich kann überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, wann, was der Wagen macht. Weiß nicht, ob er ausschwenkt, ob er ausbricht, ob er genau was macht. Wieso ist der hintere rechte Reifen kaputt, wenn ich vorne einschlage? Das ist mir ein Rätsel. Das ist ein Sechster nur geworden. Platz 4 abgerutscht. Wegen dem dummen Rückspuleffekt, der nicht funktioniert. Beziehungsweise weil das Spiel keine Taste festgelegt hat. So, Kollege. Steuerungsoption. Rewind-Effekt. Da, das... Jetzt passt. Dann reparieren, bremsen, Räder, Lenkung, Auspuff, Karosserie. Lassen wir vor erstmal. Lassen wir. Nein. Weil... wird eh wieder demoliert. Heute bin ich richtig aufgekratzt. Wir liegen nicht weit hinter Löb. Und ich bin mit dem Wagen echt sehr zufrieden. Ich kann es kaum erwarten, wieder hinterm Steuer zu sitzen. Das kann ja was werden, du. Willst du mich verarschen? Gang müssen wir noch einlegen, wa? Links 3, dann rechts 3 und 60, mittig halten, durch Tor, Vorsicht, Hintergebäude, hey, Vorsicht! Alter, das geht nicht an. Ich habe kein Force Feedback, ich muss kurz die Rallye neu starten. Laden. Ja, jetzt ist wieder da. Diesmal legen wir auch einen Gang ein. So, links 3 und links 3. Links 3, dann rechts 3 und 60. So. Mittig halten. Durch Tor. Vorsicht. Hinter Gebäude. Links 5, in rechts 2, sehr eng. Rechts 6, lang und links 6, lang. Dann rechts 5, in links 6. Rechts 4, links 4. Oh shit! Rechts 4, links 4. Hey, ja, das war schlau wieder zurück teleportiert. Die Barrel Roll wollte ich mir nicht entgehen lassen, deshalb. Na. Alter, wie big nackt ich gerade war, ne? Dann links 2, sehr eng. Rechts 3, öffnet sich. In links 3, dann Haarnadel rechts. Also so. Rechts 3, öffnet sich. In links 3, dann Haarnadel rechts.
Variere Audi und 40. Rechts 5. So, komm schon. Tut mir echt leid, dass ich ein bisschen ruhiger bin gerade, aber wenn ihr nicht allzu viel riskieren, ich will die Rallye mindestens auf den 6. Platz abfahren. Komm rum, du LKW. Die Mexikaner haben es gerade aber auch mit so Haarnadeln, ne? Weil immer an beschissensten Orten sind die. Ja, nicht schneiden, du bist lustig. Soll ich die Leitplanke abschneiden oder was? Dann links 3, in rechts 5 und Haarnadel links. So, komm schon. In rechts 4 und Haarnadel links. Variere links. Links 5, Vorsicht. Rechts 2, sehr eng. Links 4 und rechts 3. Come on. Wir haben noch keinen Schaden am Auto, außer halt eben die Karosserie. Aber nichts Neues kaputt gemacht. In links 4, dann rechts 5, lang. In rechts 3, 15. Links 2, in Haarnadel rechts. Dann links 2 und rechts 2 auf Kuppe. Links 2, links 6, rechts 2, wow. 60, Sprung, Ziel. Komm on, zieh. Bamska. Welcher Platz wurde es denn? Abbrechen. Ja, zweiter. Wieder auf den 3. vorgestoßen. Okay. Bis jetzt läuft's ganz gut. Ich will immer bis an meine Grenzen gehen, aber hier... Man muss natürlich auch der bestmöglichen Spur folgen. Ich darf mich nicht von meinem eigenen Ehrgeiz austricksen lassen. Doch, darfst du durchmachen. So, Haarnadel rechts und Haarnadel links. 60, auf Kuppel und Sprung. Rechts 3 und 40, dann links 3, in rechts 3. Links 3, in Haarnadel rechts. Komm rum. Links 3, alles klar? Kacke. Da war direkt alles im Popo. Jetzt, los. Haarnadel rechts und Haarnadel links. Verarschen. Weißt du, dass man die Dinge da nicht umfahren kann, ist auch so ein Witz. In echt, weil ballerst da rein. In echt hätte man das nicht umgefahren. Weißt du? Und der Spielzeug denkt sich, nö, das ist ein Schild, ist aus Stahl, ficken. Ist aus Stahlbeton. Kannst du nicht umfahren, auch wenn du mit 150 Sachen dagegen fährst, bleibt es stehen, als wärst du eine Feder. Ich sollte mir mal angewöhnen zu gucken, wie lange die Etappen jeweils sind oder die Stages. So, komm schon. Zieh. Links 3 in Haarnadel rechts. Als ob das eine Links 3 ist, Alter. Öffnet sich in rechts 4. Bodenwelle durch Wasser. Nein.